gegen den Ausbau der A49, sondern auch wollen auch den Ausbau der A100 stoppen. Deshalb freut es uns ganz besonders, dass jetzt Tobias Trommer vom Bündnis A100 stoppen da ist und noch mal kurz sagt, was da so der aktuelle Stand ist und was wir da jetzt eigentlich tun müssen. Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Tobias vom Bündnis 100 stoppen. Ihr findet uns im Web unter dem Stichwort 100stoppen.de. Wir werden jetzt gleich auf die Autobahn fahren. Und da, wo wir drauf fahren werden, diese Autobahn wurde in 70er und 80er Jahren gebaut und auch vielfach gefeiert, dass jetzt wieder ein Stück autogerechte Stadt gebaut wurde. Natürlich gab es auch Proteste, aber die 100 zog sich immer weiter, sozusagen wurde immer weiter gebaut. Aktuell wird der 16. Bauabschnitt gebaut von Neukölln nach Treptow. Die Planungen stammen aus dem, kurz nach der Wende wurden wieder aufgelegt, aus dem Jahr 1992. Und als wir dann 2016 eine rot-rot-grüne Regierung hatten, haben wir gedacht, jetzt haben wir endlich eine Chance, auch mal wirklich die zu stoppen. Weil alle drei Parteien sozusagen sind eigentlich von ihrem Programm gegen die Autobahn. Und man hätte zum Beispiel die Autobahn dann an der Sonnenallee enden lassen können. Oder man hätte noch vier andere Sachen machen können. Jedenfalls haben sie dann den Koalitionsvertrag geschrieben. Moment, habe ich das, glaube ich, so da? Kann ich euch mal vorlesen, das ist nämlich ganz interessant. Sie haben geschrieben, die Koalition wird in dieser Legislaturperiode keine Planungsvorbereitung bzw. Planung für den 17. Bauabschnitt durchführen. Und so weiter. Das hört sich jetzt ganz toll an, aber im Prinzip heißt es, Kopf in Sand, wir machen nichts. Und Politik heißt eigentlich nichts Kopf in Sand und schlafen, sondern gestalten. Und das hat die Koalition seitdem nicht gemacht. Es gibt zum Beispiel eine 100 Vorhaltefläche von fast 1 Hektar am Ostkreuz. Die gehört der Bahn. Da hätte man zumindest temporär was machen können. Gärten, Soziokultur, alles Mögliche. Wir hatten ganz tolle Konzepte, sind zur Bahn gegangen. Die Bahn hat gesagt, prima, wir geben euch die Fläche sozusagen für fast nichts, könnt ihr die pachten, aber wir möchten, dass es der Bezirk macht, weil so ganz viele kleine Initiativen, das wollen wir nicht. Sind wir zur Bezirksbürgermeisterin, grüne Bezirksbürgermeisterin, haben wir es ihr erzählt. Und sie hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und wenn die Autobahn dann doch gebaut wird, dann müsste ich ja die Polizei rufen. Und das möchte ich nicht, das gibt schlechte Bilder. Also da ist mal wieder das Ego total über der Sache. Sie wird garantiert nicht noch Bürgermeisterin sein, wenn die Autobahn dann mal doch gebaut werden sollte. Dafür werden wir sowieso sorgen. Dann haben wir gedacht, bauen wir der Polizei eine weitere Brücke. Und zwar haben wir mal ausgerechnet, wie viel Fläche verbraucht denn die Autobahn. Von Neukölln über Treptow bis zur Storkower Straße sind das gut 7 Kilometer. Die Autobahn braucht ungefähr 50 Meter in der Breite, plus noch Abstand. Wir haben mal gemessen an der Autobahn, wo wir jetzt langfahren. Das macht also, wenn man die Tunnelabschnitte abzieht, insgesamt 50 Hektar. 50 Hektar, die in der Stadt einfach mal jetzt brach liegen, die nicht genutzt werden können. Und dann haben wir noch ein Verkehrsforschungsinstitut beauftragt und die haben ausgerechnet, dass man dort, oder ein Stadtplanungsinstitut, dass man dort 8.000 oder bis 9.000 Wohnungen bauen könnte für 22.000 Menschen. Man kann natürlich auch was anderes machen, aber wenn die Autobahn gebaut wird, werden da Wohnungen abgerissen, Grünflächen kaputt gemacht. Unglaublich. Und das unter einer rot-rot-grünen Koalition. Wir hätten erwartet, dass sie vielleicht wenigstens diese Vorhalteflächen, dass man die nutzen können, oder dass man auch einfach mal Tatsachen schafft, dass man diese Flächen, die jetzt brach liegen, dass man die vielleicht plant, dass da Grünanlagen hinkommen oder Wohnungen oder wie auch immer. Aber nichts dergleichen. Wir haben also wirklich eine Koalition, die hier total schläft. Wir sind ziemlich enttäuscht, dass die Politikerinnen und Politiker, die eigentlich sich für unsere Sachen einsetzen, nichts tun. Dann kommt noch die Autobahngesellschaft, die jetzt demnächst gegründet werden soll auf Bundesebene. Das wird also noch mehr Rechte dem Land entzogen, noch mehr Rechte entzogen und es wird noch schwieriger, dagegen diese Autobahn vorzugehen. Wir bleiben dran. Wir werden nicht müde, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen. Wir hoffen, dass ihr uns da unterstützt. Ihr werdet auf unserer Facebook-Seite und so weiter, werden wir auch demnächst bestimmt wieder Aktionen machen und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Also, hopp, 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 100 Stopp. Hopp, 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 100 Stopp. Hopp, 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 100 Stopp. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir nehmen die Verkehrswende heute in die Hand. Wir fahren mit unseren Fahrrädern.